So, Essen ist fertig. Ich habe das jetzt hier aus dieser Auflaufform hier rüber in meinen Teller getan. Und betrachten wir uns das Essen. Sieht lecker aus. Und denke, das schmeckt bestimmt auch lecker. Also kannst du es auch ganz gut ohne Bratwurst machen. Dann hast du ein vegetarisches Gericht. Also es gibt viele Möglichkeiten, das entsprechend abzuwandeln. So, heute habe ich einen Lauchauflauf vor. Hier habe ich meinen Lauch. Da habe ich Bratwürste, Joghurt, Ei, Petersilie. Ja, und als erstes fange ich jetzt mit meiner Bratwurst an, weil ich möchte Bratwurst da drinnen mit verarbeiten. So, mit dem Bratwurst mache ich jetzt Folgendes. Gehe ich an die Brotschneidmaschine und schneide so eine Streifen mir ab, aber vorher mache ich die Haut ab. Ich habe mir überlegt, ich kann die ja auch hier schneiden. Nicht ganz so schön wie man wie Brotschneidmaschine, aber geht auch mal. So, das habe ich jetzt alles auf die Christplatte gelegt und zu Hebel runter, Speedy einschalten, heiß noch frittieren, 200 Grad und das Ganze mal für 5 Minuten. Ich möchte ja nur, dass die etwas knusprig von der Haut her werden. Oder ich halte mal 7 Minuten ein, schaue den rein. Jetzt habe ich den Lauch noch gewaschen. Schneide noch was runter. So, ich ziehe auch immer so 2, 3 ab, kriege das runter. Dann habe ich wieder ein Stückchen, was ich besser verarbeiten kann. So kann ich von den grünen Enden, das war ja vorher so viel, doch relativ viel noch verarbeiten. Und das schmeckt doch richtig gut. Machen wir mal einen Schwenk rüber zu meinem Speedy. Da sehen wir, die sind richtig schön braun geworden. Das ist das, was ich ja wollte. Und dann kann ich die da rausnehmen und weiter verarbeiten. Ja, so. Mal 250 Gramm machen. Ne? Boah. 251 jetzt. 251 jetzt. Ganz ruhig sprechen. So, jetzt kommt erstmal die Crisp-Platte raus beim Speedy. Und Wasser kommt hier unten rein. So, die Füßchen habe ich jetzt eingeklappt und jetzt kommt die Christplatte unten rein. Dann habe ich mir so ein Gitter gemacht, das lege ich jetzt da oben drauf, weil der Lauch ist doch relativ klein und ich will nicht, dass seine Seiten runter durchfällt, weil da kommt nämlich jetzt der Lauch oben drauf. So, den Speedy stelle ich jetzt auf Dampfgaren ein und von der Zeit 10 Minuten, da ich den Lauch nur etwas garen möchte, dass er schon mal vorgegart ist. So, hier habe ich jetzt Mozzarella noch, dann habe ich hier Bacon. Das schnippel ich mir jetzt mal etwas klein. Dann habe ich noch ein bisschen Bacon.
Käse. Dann habe ich meine Petersilie hier. Die Stängel nehme ich auch mit, weil die haben nicht gut Würze. Das habe ich jetzt hier schon mal rein. Verteile das gut. Dann habe ich hier Joghurt. Mein Ei. Dann brauche ich Salz. Pfeffer. Etwas Kurkuma. Und etwas Chilisalz. Das habe ich gut verschlagen miteinander. So, ich habe den Lauch nicht ganz so lange gelassen. Der ist nämlich schon ganz gut. Den hole ich jetzt hier raus. Der kommt jetzt hier rein. So, und darüber kommt jetzt meine Flüssigkeit. So, hier habe ich etwas Gouda. So, und so kommt das jetzt in die Heißluftfritteuse. Also da unten ist jetzt noch Wasser drin, das lasse ich ja drin. Mache ich mir jetzt nicht die Arbeit, nur hole das raus. Ich denke, das klappt doch so. So. Und Hebel runter. Einschalten. Vom Programm Heißluft rotieren. Und ja, dann lasse ich das bei 200 Grad und stelle es mal für 10 Minuten. Oder für 15 Minuten ein, aber ich denke dann, das dürfte, ich will den Käse schön braun um drüber haben. So, da ist es fertig. Da habe ich noch die restlichen Blätter. Da werde ich was mit Falten machen. Ich habe da was entdeckt. Das werde ich mal probieren nachzumachen. Und das ist mein restlicher Lauch noch, den ich über habe. Da gibt es ein nächstes Gericht davon. Wenn dir meine Videos gefallen, dann abonniere ganz einfach meinen Kanal. Und du bekommst immer die neuesten Videos sofort angezeigt. Und hier unten links bekommst du weitere ausführliche Informationen zum Rezept. Und verpasse keine